Mein Gesprächsgast diesmal kommt aus dem Handballsport. Vor einigen Wochen ist er mit dem HSC 2000 Coburg Zweitligameister geworden. Jetzt wechselte er zu Florenz Dresden, auch in die zweite Handball-Bundesliga. Ursprünglich kommt er aus Kiel, hat dort in der Jugend für den großen THW gespielt, ehe er dann nach Coburg wechselte. Ich spreche von Rechtsaußen Lukas Wucherpfennig. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Lukas, schön, dass du Zeit hast, mit mir hier zu quatschen, ein paar Takte. Du hast dich ja verändert, du warst oder bist auf jeden Fall Handballer, das sowieso. Du warst die letzten Jahre beim HSC Coburg in der zweiten Liga. Jetzt bist du nach Dresden gewechselt, auch zu einem Zweitligist, können wir gleich alles klären. Ein Erfolg, den du jetzt noch feiern durftest mit den Coburgern, bevor du gewechselt bist, war die Zweitligameisterschaft und der damit verbundene Aufstieg, der jetzt natürlich für dich so nicht stattfindet, aber trotzdem eine tolle Geschichte, die du mit Coburg nochmal feiern konntest. Ja, den Umständen entsprechend. Ne? Aber erstmal grüße ich, danke für die Einladung. Hallo. War ein schöner Erfolg zum Abschluss, aber die Umstände haben wir uns natürlich alle ein bisschen anders vorgestellt, logischerweise. Ja. Wie war das denn? Das hat ja jede Sportart für sich ein bisschen anders erlebt. Ich zum Beispiel habe in der Fußball-Bundesliga, zweite Liga, den letzten Vor-Corona-Spieltag, das war für mich 1. FC Nürnberg gegen Hannover, da war nochmal Stadion, da waren nochmal 20.000, 25.000 Zuschauer und da haben wir schon auf der Pressetribüne gesprochen, wie wird das wohl in den nächsten Wochen und da ging ja alles ganz schnell. Ja? Wie hat sich das für euch dargestellt? Das ging ja letztendlich auch von einer auf die andere Woche, wo dann eben gesagt wurde, so, bis hier und nicht weiter. Ja, ich erinnere mich, wir haben noch, glaube ich, das letzte Spiel normal gegen Dortmund gespielt und hatten dann ja eine normale Trainingswoche mit Vorbereitung auf das Spiel in Ferndorf, meine ich, war es. Und ja, da hat man das dann schon so durchsickern hören, dass das noch so ein bisschen in den Sternen steht, ob das nächste Spiel überhaupt stattfindet. Und das war dann so der Punkt, wo, glaube ich, dann die Spieler auch realisiert haben, okay, das betrifft uns jetzt langsam auch und vor allem die ganze Liga. Ja, und dann ging es relativ schnell, dass das Spiel auch abgesagt wurde. Und dann kamen die nächsten Schritte, dass wir ja dann irgendwann nicht mehr miteinander trainieren durften. Und dann war erstmal das ganz große Fragezeichen da natürlich. Ne? Also es war sehr, sehr verrückt, definitiv. Ganz persönliche Frage, du hast schon angedeutet, es war verrückt. Wie war das für dich persönlich? Sportler oder ganz allgemein Sportler setzen sich immer Ziele, langfristige oder auch kurzfristige von Woche zu Woche. Wenn das plötzlich fehlt, auch das Trainingsziel, manchmal gibt es Trainingsziele schon, was man in einer Trainingswoche erreichen möchte. Wenn das plötzlich weg ist von heute auf morgen, wie funktioniert das? Ja, das war einfach, wie schon gesagt, super verrückt, weil dann haben wir natürlich trotzdem noch irgendwie gehofft, dass es weitergeht. Also wir haben dann selbstständig trainiert, haben uns überlegt, wie man zu Hause Krafttraining machen kann, weil dann natürlich auch die Fitnessstudios haben dann auch dicht gemacht. Und da sind wir dann teilweise echt kreativ gewesen. Und ich glaube, das hat man auch im Internet gesehen bei den ganzen anderen Handballern. Irgendwie jeder hat was anderes erfunden. War auch mal nicht schlecht, aber Es war echt komisch. Und jeder hat versucht, sich natürlich fit zu halten, weil es hätte natürlich auch von heute auf morgen plötzlich wieder losgehen können. Wir haben es natürlich gehofft, vor allem die Saison sportlich zu Ende zu bringen. Und gut, das ging dann nicht. Aber ansonsten, denke ich, wird sich jeder irgendwie auf die Möglichkeiten, die er hatte, wird er sich fit gehalten haben. Und gehofft haben, dass es weitergeht. Ja. Und ihr habt das gemacht, was wir auch gerade machen, sicher Zoom-Sessions, wo ihr gemeinsam zumindest ein gewisses Trainingserlebnis, ein gemeinsames Trainingserlebnis vielleicht mit Stabübungen und so weiter. Also das ging von Bayern München bis runter in die dritten Ligen, solche Zoom-Sessions habt ihr sicher auch gemacht. Genau, also bei uns, wir haben keine Trainingseinheiten zusammen gemacht, wir haben eher das Organisatorische besprochen, das, was halt ansteht. Sind die Möglichkeiten durchgegangen, sind Trainingsvorgaben durchgegangen, was halt dazugehört. Und das war
wie gesagt, irgendwie für alle eine Umstellung, eine sehr, sehr komische Zeit. Ich denke, das hat ja jetzt jeder erlebt. Und ja, hoffen wir mal, dass das bald ein Ende findet. Das wäre schön. Trotzdem nochmal, ein komischer Aspekt an dieser Zeit war natürlich auch, dass die immer zu befürchten war, dass ihr aufgrund von Corona an eurem Ziel, dem ersten Platz, dem Aufstieg vorbeischrammt, weil nicht klar war, wie die Saison gewertet wird. Das war ja auch lange, lange Zeit offen und für euch so eine Phase zwischen Hoffen und Bangen, wo es zur Debatte stand, ob ihr um die Früchte eurer harten Arbeit kommt, weil am Ende halt die Saison sozusagen genullt wird, wie man so landläufig sagt. Aber ihr hattet Glück. Erzähl uns mal trotzdem kurz diese Phase, wie das war, dieses ungewisse Warten. Ja, also wir haben natürlich sehr viel geredet untereinander in der Mannschaft und sind die verschiedenen Szenarien durchgegangen und da hatten wir natürlich schon großen Respekt vor einer möglichen Entscheidung, dass die Saison annulliert wird, einfach, also ohne Wertung. Und das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen, weil wir, glaube ich, eine ganz gute Saison gespielt haben. Und ich glaube, die Regelung, die jetzt gefunden wurde, ist eine gute Regelung. Mal abgesehen von uns, dass wir das Ziel erreicht haben, aber ich denke, ist für alle das Beste. Auch wenn wir dadurch jetzt nochmal ein Jahr wieder größere Ligen hatten oder haben, was ja eigentlich nicht das Ziel war. Aber ich denke, da hat man in Zusammenarbeit mit den Vereinen an oberster Stelle eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Kiel zum Beispiel ist durch diese Regelung, Quotientenregelung, sagt man, zum deutschen Meister geworden, auch vor logischerweise regulärem Ablauf der Saison. Ihr seid aufgestiegen, Drittliga-Aufstieg wurde so geklärt. Ich glaube, alles in allem war es am Ende die wahrscheinlich fairste Lösung für alle. Und soweit ich recht informiert bin, ist fast in allen Ligen, das ist ja auch wichtig, sind sozusagen die Abstiege annulliert worden. Das ist ja auch so eine Sache, wenn eine Saison nicht zu Ende gebracht werden kann, dass nicht irgendwie unfairerweise jemand absteigt und um seine Chance gebracht wurde, vielleicht in ein, zwei Finalspielen am Ende in der entscheidenden Saisonphase noch drin zu bleiben. Also ich glaube, das war die fairste aller möglichen Lösungen wahrscheinlich. Ich glaube auch, ja. Also ich denke auch. Und die Meisterschaften wurden zwar dann auch so entschieden und wie ich schon angekratzt habe, hätten wir uns, also ich denke mal, die Kieler auch natürlich die Umstände ganz anders vorgestellt. Aber das ist jetzt so, ne? Und Hauptsache wir sind gesund. Ja. Und natürlich nochmal viel wichtiger ist, dass wir in die Zukunft schauen und unseren Sport in der Form, wie es mal war, wieder austragen können. Das war eine, du sprichst ein bisschen an, so auch die Meisterfeier, die musste quasi auch digital stattfinden. Das ist ja alles so zurückgenommen gewesen. Es war natürlich ein Online-Gewitter sozusagen auf Instagram, auf Facebook. Das war auf seine Art irgendwie toll, ja, aber natürlich quasi als Spieler, als Teil der Mannschaft, auch die Trainer oder das Funktionsteam, da gehört eigentlich eine Feier dazu, um sich auch irgendwo zu belohnen für die Arbeit. Das war halt dieses Jahr nicht drin. Wenn jetzt jemand wie du dann den Verein wechselst, wenn nächstes Jahr vielleicht Coburg nochmal eine Feier macht, glaubst du, wirst dann eingeladen, dass du dann nochmal mitfeiern kannst? Also es ist auf jeden Fall angedacht. Ich war jetzt auch einige Zeit in Coburg. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, in einer vollen Halle mich nochmal zu verabschieden. Ja. Habe auch einige Freundschaften geknüpft, einige Leute kennengelernt und ja, die Meisterfeier hast du auch angesprochen. Das war sehr außergewöhnlich und ist ein toller Erfolg. Allerdings wünsche ich keinem unter diesen Umständen aufzusteigen. Also dir fehlen einfach komplett die Emotionen, einfach dieser Schlusspfiff, wenn du weißt, okay, jetzt hast du es erreicht oder auch diese Anspannung vorm Spiel. Ich habe das ja erlebt in meinem ersten Jahr in Coburg, dann sind wir ja direkt aufgestiegen und das ist ein Spieler einfach. Unfassbar, was man da erlebt und diese Meisterfeier auf dem Coburger Marktplatz. Ha, war schon schön, ja. Ja, vielleicht kommt es ja noch. Mal sehen. Vielleicht hast du ja nächstes Jahr, wirst dann als Ehemaliger nochmal eingeladen, als Alumni sozusagen, als Mitwirkender an der Meisterschaft. Wäre schön, glaube ich, für alle, weil das auch irgendwie vielleicht für die Psyche wichtig ist, das nochmal hinzukriegen am Ende.
Das wäre schon schön, aber ja. Ich denke mal, ich werde aber auf jeden Fall in Coburg nochmal vorbeigucken. Ne? Das ist ja, bietet sich ja dann an, das Spiel gegen Kiel beispielsweise. Ja. Also ich denke mal, ein paar Leute werde ich schon noch wieder treffen. Jetzt hast du schon mal ein bisschen bilanziert. Du hast quasi mit dem Aufstieg angefangen und mit dem Aufstieg aufgehört dort. Das ist jetzt der Bogen, der über deine Zeit in Coburg geht. Und die Zwischenzeit, ja, die war eigentlich, weiß ich nicht, sag mir, ob sie gut oder schlecht war. Ich glaube, so würde ich als Beobachter es ein bisschen drauf zurückführen. Das größte Problem war, dass du quasi auf deiner Position rechts außen einen hattest, wo halt irgendwie kein Vorbeikommen war. Letztendlich war der Flo Billek Nationalspieler schon gewesen, Zweitliga-Torschützenkönig. Schwierig für dich, da irgendwie auf wirklich großflächig Spielanteile zu kommen. Denn wenn du auf der Platte warst, glaube ich, hast du immer überzeugt. Aber da an diesem Hindernis irgendwie vorbeizukommen, war schwierig für dich. Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es damals eine gute Entscheidung war, aus Kiel den Schritt nach Coburg zu machen. Ich glaube, ich habe mich da, wenn man das so sagen kann, ganz gut entwickelt und bin auch soweit zufrieden mit dem, was auf der Platte abgelaufen ist. Und klar, ein Thema ist natürlich die Spielzeit. Man muss da einfach sagen, dass Flo sein Zeug gemacht hat. Ich denke, wir haben uns beide ganz gut gepusht, um mit unseren Möglichkeiten im Team so gut es geht zu helfen. Und also es war eine schöne Zeit, eine sehr ereignisreiche Zeit. Ich habe super coole Teamkameraden gehabt. Ich bin mit vielen, die jetzt gar nicht mehr in Coburg sind, noch in Kontakt. Jetzt gestern zum Beispiel hat mir Adnan Hamandic schon wieder geschrieben. War eine sehr, sehr coole Zeit. Und jetzt denke ich, war es an der Zeit für einen Tapetenwechsel und ich freue mich auf eine neue Stadt und bin gespannt, was jetzt kommt und möchte natürlich weiterhin die nächsten Schritte machen. 5 Jahre ist durchaus ungewöhnlich im Profibereich. Wenn man so mal einfach, egal in welcher Sportart es durchgeht, findet man selten, dass Spieler, auch Spielerinnen, so lange bei einem Verein bleiben. Bist du eher so ein Typ, der sagt, wenn ich mich da wohlfühle, dann bleibe ich da auch gerne lang? Das kann ja jetzt auch für Dresden gelten. Ja, definitiv. Definitiv. Also mir ist immer wichtig, dass ich merke, dass ein Fortschritt da ist. Ich bin sehr, ich möchte es mal nennen, eher ein ungeduldiger Spieler eigentlich. Also ich möchte sehr schnell Fortschritt sehen, aber solange ich den bei mir und beim Umfeld erkennen kann, bleibe ich gerne da. Und das war der Fall in Coburg. Und ja, dann waren 5 Jahre eine lange Zeit, wie du schon sagst. Und jetzt hatte ich einfach das Gefühl, jetzt ist was Neues dran. Was ist in den, um Coburg dann noch abzuschließen, in den 5 Jahren parallel zum Feld passiert? Hast du da beruflich dich noch um Ausbildung gekümmert? Ja, ich bin nach dem Abitur, einen Tag nach dem Abiball, ging es nach Coburg. Und dann war natürlich die Frage, in welche Richtung es geht. Hab dann zuerst mal ein FSJ gemacht. Und dann bin ich an die Firma Waldrich gekommen in Coburg, eine Großwerkzeugmaschinenbaufirma, wo damals Steffen Kosbauer schon eine Ausbildung gemacht hat. Und das klang alles ganz gut, das hat mich interessiert. Und dann habe ich dort parallel meine Ausbildung gemacht und ja, bin jetzt Industriekaufmann und habe mich dann aber entschieden, weil ich jetzt die nächsten Schritte noch machen möchte mit vollem Einsatz, habe mich dazu entschieden, mich eine Zeit lang voll auf den Sport zu konzentrieren. Und ich denke auch, das ist der richtige Weg, wenn man die nächsten Schritte jetzt machen möchte. Das denke ich auch. Und die nächsten Schritte sportlich finden in Dresden statt. Was hat dich da gereizt? Wie haben die dir gegenüber auch argumentiert? Wie haben die dich geködert? Na gut, das war natürlich da auch wieder mit Corona eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also ich hab Coburg damals abgesagt, weil ich, wie gesagt, einen Tapetenwechsel mir vorgestellt habe. Ja, und dann war erstmal Funkstille. Also es gab so ein paar Gespräche, wurde dann aber alles auf Eis gelegt aufgrund der Situation. Und dann wusste man erstmal nicht, so, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann habe ich meine Zeit erstmal in der Heimat verbracht, in Kiel. Und dann waren Dresden oder der HCL Florenz Dresden der erste Club, die Gespräche konkreter machen wollten. Und ich habe damals, oder in den Spielen hier in Dresden, habe ich immer schon eine mega geile Halle erlebt, eine sehr emotionale Halle, eine sehr emotionale Mannschaft, die schnellen Handball spielen, auch viel über die Außen. Und
ja, das insgesamt hat mich das dann gereizt. Und auch die Halle allgemein, mal abgesehen von der Stimmung, das ist eine super moderne Halle, eine geile Stadt. Ich kenne einige Leute aus der Truppe schon und das waren so die Beweggründe. Diese Zwischenphase, wo du nicht genau wusstest, wo geht die Reise hin, im Basketball sagt man irgendwie so Free Agent, wie fühlt sich das an, wenn man wirklich nicht weiß, kann ich jetzt den Herbst hier bleiben, weil ich keinen Club finde? Oder muss ich von heute auf morgen dann quasi eine Wohnung finden? Das ist ja sicherlich nicht so ganz leicht für die Psyche. Ja, also ich war relativ entspannt. Meiner Familie ging es da ein bisschen anders. Die waren teilweise schon sehr, sehr ungeduldig und haben sich echt Sorgen gemacht. Ja. Da musste ich die teilweise beruhigen und das hat mich dann auch schon ein bisschen genervt, weil ich das dann nicht mag, wenn ich von irgendwo so gewisse Zweifel durchsickern höre. Ja. Ich war da eigentlich relativ entspannt, weil ich denke, ohne dass das jetzt doof klingt, aber ich glaube, ich habe meine Hausaufgaben in Coburg gemacht und war mir eigentlich sicher, dass ich was finde. Deswegen war ich da relativ entspannt. Aber wie ich gesagt habe, meiner Familie ging es da anders. Und klar gab es dann auch mal Phasen, wo man sich gedacht hat, so jetzt wird es langsam eng und jetzt würde normalerweise oder die Vorbereitung dann immer so im Juli, steht das vor der Tür, jetzt sollte mal was passieren und das trat dann zum Glück auch ein. Ist ja auch passiert. Man kriegt das jetzt auch einhalb mit, egal auch wieder in welcher Sportart, wenn man jetzt die Medien, sozialen Medien vor allem verfolgt, dann sieht man auch, die einzelnen Clubs geben jetzt auch ständig neue Spieler bekannt. Ja? Ob das jetzt du in Dresden warst, Coburger geben neue Verpflichtungen bekannt oder haben schon im Basketball, geben die Clubs ihre Spieler bekannt. Das ist jetzt die Phase, wo die Neuverpflichtungen stattfinden und sie finden statt. Das ist ja schon mal gut. Das heißt für viele auch Planungssicherheit. Trotzdem die Frage, ich möchte keine Zahlen wissen, aber hast du auch gemerkt sozusagen jetzt in deinen Verhandlungen, dass das Argument Corona gefallen ist, also dass gesagt wurde, wir können das und das machen, aber das können wir halt jetzt vielleicht nicht wegen Corona, ohne jetzt konkrete Zahlen zu wissen. Ja, definitiv. Corona spielt da natürlich eine Rolle, wobei ich das auch absolut legitim finde. Also klar will jeder von uns auf seine Art und Weise Geld verdienen und das ist ja auch richtig. Allerdings glaube ich, ist es da wichtig, solidarisch aufzutreten von beiden Seiten, Verein als auch Spieler, weil wir einfach da den Blick in die Zukunft haben müssen. Ne? Das ist jetzt wirklich eine schwierige Phase und wir wissen alle immer noch nicht so ganz genau, geht es jetzt im Oktober wieder los oder nicht oder in welcher Form. Und deswegen ist das, glaube ich, schon wichtig, weil einigen Vereinen, glaube ich, ging es da wirklich um die Existenz. Ja. Und deswegen denke ich, ist das wirklich der richtige Weg, da aufeinander aufzupassen. Es geht im Handball auch in den sogenannten zweiten Sportarten, die sich so Jahr für Jahr ein bisschen abwechseln in der Rangfolge, Eishockey, Basketball, sehr viel um die Frage Zuschauer logischerweise, wie wichtig sind die auch für das wirtschaftliche Überleben. Es gibt in diesen Sportarten, die nicht Fußball sind, diese Fernsehgelder nicht. Das ist extrem wichtig für die Vereine auch, um überleben zu können. Die hoffen alle auf Zuschauer und die wollen vielleicht mit der Entscheidung lieber ein bisschen länger warten, um dann vielleicht diese Zuschauer auch haben zu können, damit das auch stattfindet. Und ich glaube, auch für die Spieler sind natürlich gerade in so Heimsportarten, in Einsportarten die Fans wichtig. Definitiv. Also ich bin jetzt, ich habe da natürlich nicht so genau einen Einblick, wie das alles finanziell aussieht, aber ich bin mir sicher, dass Zuschauer extrem wichtig sind für uns und für die Vereine, einmal emotional und auch finanziell. Und ich persönlich hoffe auch, in vollen Hallen zu spielen. Ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan, aber ich habe jetzt einige Spiele mal gesehen beim Fußball, die Geisterspiele. Und das möchte ich nicht unbedingt haben in der Halle. Diese Stimmung, wenn man das so überhaupt nennen kann. Ja. Deswegen hoffe ich einfach persönlich, dass wir unter Zuschauern spielen können und natürlich auch für die Vereine. Ich habe persönlich jetzt sehr viele Geisterspiele begleiten dürfen, auch als Reporter, und kann zumindest für den Fußball eins sagen, sie sind etwas ehrlicher geworden. Also die Fans fehlen stimmungsmäßig, ganz klar, ja, aber sie sind etwas ehrlicher geworden. Es wird auf ein paar, so ich sag, Show-Effekte, ja, wo man so diese
diese Wechselwirkung mit den Zuschauern herstellt, die spielen nicht mehr so die Rolle. Und dann plötzlich sind die weg, Stichwort Rudelbildung zum Beispiel. Ne? Oder so das ein oder andere Foul, das bleibt weg. Da ist der Fußball etwas ehrlicher geworden jetzt, muss man sagen. Aber klar, Fans fehlen unterm Strich definitiv. Das ist völlig richtig. Kommen wir zur zweiten Liga nächstes Jahr. Ich glaube, auch die wird mit ein, zwei Mannschaften mehr sein, wird eine 20er-Liga sein. Sie war eh schon immer in den letzten Jahren mega eng. Du weißt es aus Coburg, ihr konntet habt ihr auch teilweise gegen Tabellenkinder plötzlich auswärts verloren und seid oben in die Bredouille gekommen. Das hat euch zwei, drei Jahre so quasi um den Aufstieg gebracht schon. Ja. Weil die Liga so eng ist, weil es immer drin ist, auch gegen die schwächeren Teams zu verlieren. Das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren nicht ändern aus deiner Sicht oder vielleicht doch durch diese Corona-Geschichte, dass sich auch so ein bisschen die Vereine ein bisschen, ja, gabeln. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Entwicklung, wie wenn es dann wieder losgeht. Also ich glaube, wie du schon sagst, die zweite Liga ist sehr, sehr eng. Es war super schwer irgendwie zu sagen, wird da jemand durchmarschieren oder nicht oder einfach sehr, sehr schwer. Und jetzt für Corona sehe ich da zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt es so eng, weil niemand richtig trainieren konnte. Und nach wie vor, ja, wir wissen alle nicht, wie wir aus dieser Pause zurückkommen. Andererseits kann es sein, die Vereine, die es richtig gemacht haben oder die, sage ich mal, sehr professionelle Spieler hatten, die diese Zeit genutzt haben, können sich vielleicht auch von anderen abheben. Weil natürlich, ja, das Training in der Form nicht da war, diese Vorbereitung. Wir haben eine Vorbereitung, aber es war jetzt eine ganz schön lange Zeit ohne. Und genau das sehe ich auch als Chance bei den Spielern. Die Spieler, die professionell gearbeitet haben und sich fit gehalten haben, werden, denke ich, das Verletzungsrisiko deutlich minimiert haben und können sich auch von anderen Spielern ganz schön abheben. Also Corona ist da eine Chance für die Spieler. Aber zurück zu deiner Frage. Es ist einfach super schwer zu sagen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt irgendwie einen Favoriten habe in der zweiten Liga. Ich denke, es wird eng und sehr, sehr interessant. Denke ich auch. Und man muss sogar am Ende abwarten, ob wirklich alle dann antreten können, wenn es soweit ist. Sicherlich beim einen oder anderen Team auch noch eine wirtschaftliche Frage, ob die dann ja drei, vier Wochen vorher wirklich in der Lage sind, das dann auch zu wuppen. Wie ist das bei euch mit Training? Seid ihr schon jetzt wieder am Start als Team in Dresden mit der Vorbereitung? Oder läuft das noch eher so im individuellen Bereich? Und wenn ja, schon als Team, was dürft ihr machen im Moment? Also wir haben jetzt zu Beginn eine kleine Aufgabe bekommen, wie eine sehr coole, wie ich finde. Vom 1. bis zum 13. Juli haben wir quasi eine individuelle Phase, wo die Vorgabe ist, 60 Kilometer zu laufen. Weil natürlich jeder Handballer macht gerne Krafttraining, aber es ist natürlich immer so, gerade wenn es auf die Vorbereitung zugeht, die Ausdauer darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und da haben wir eine Aufgabe, 60 Kilometer zu laufen insgesamt, und können uns dadurch ein paar Belohnungen quasi erlaufen, wenn wir einen ganz guten Schnitt erreichen. Und ab 14. geht es dann los ins Mannschaftstraining, noch unter Kurzarbeiterbedingungen. Und ja, dann ist die Frage, wann wir wieder komplett einsteigen können und dürfen. So sieht das gerade aus. Du siehst hinter mir, mein Trainingsprogramm hier für die Powerslings ist über meiner linken Schulter. Wenn du genau hinschaust, kannst du alle erkennen als Anregung. Ja, statisches Training, aber durchaus anstrengend. Ja, das glaube ich. Ich sollte es öfter machen. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu dir. Wir haben jetzt über die Vergangenheit in Coburg gesprochen, wir haben über die Zukunft und das Jetzt in Dresden gesprochen. Wer dir zugehört hat, der merkt von deiner Aussprache, du bist weder Franke Coburg noch bist du Sachse Dresden, sondern du bist ein Kieler Jung sozusagen, kommst aus dem Norden. Muss man da zwangsläufig, wenn man in Kiel und Umgebung irgendwie aufwächst, muss man da zwangsläufig irgendwie beim Handball wachsen, weil das ist in Schleswig-Holstein groß. Es gibt ein THW, es gibt Flensburg-Handewitt. Das ist schon eher der Magnet da oben als der Fußball. Ist das auch der Grund, warum es dich zu dem Sport gezogen hat? Ja, also weil meine Familie, das sind
fast alle Handballer. Also Opa, meine Mutter, mein Onkel, meine Oma hat geturnt. Das ist natürlich ein großer Faktor gewesen. Und dann, ich war auch lange Fußballer. Mhm. Und letztendlich waren es dann meine Klassenkameraden. Ich habe in der dritten Klasse die Schule gewechselt, bin von Friedrichsort nach Mönckeberg gezogen. Mhm. Und Mönckeberg natürlich auch ein Handballdorf. Mhm. Und da hatte ich dann unter anderem den Bruder von Rune Dahmke in meiner Klasse. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, gehst du mal wieder zum Handball. Mhm. Weil ich war in den Minis einmal ganz kurz schon beim Handball, habe dann vieles ausprobiert, bla bla bla. Ja, bin dann letztendlich wieder beim Handball gelandet. Und ja, da bin ich dann geblieben. Aber man merkt schon, dass, also ich habe eigentlich in Kiel, ich treffe fast nur Handballer. Also es ist, ich glaube, hier im Norden schon ganz gut verbreitet. Ja, das stimmt. Aber auch im Stadtbild, ne? Wenn man durch Kiel läuft und ich war einige Male da, dann ist das Handball omnipräsent. In anderen Städten ist halt der Fußball omnipräsent. Aber in Kiel ist das der Handball, was Plakate betrifft, Hinweise auf Heimspiele, Klamotten, auch Fanshops, wenn du in Kaufhäusern bist. Da ist halt der THW präsenter zum Beispiel als die Störche, zum Beispiel der Fußballverein. Und deswegen ja, kann das natürlich schon die Leute da hinziehen. Und bei dir war das der Fall. Du warst beim THW dann logischerweise auch Spieler. Ich meine, das ist so ungefähr vielleicht, wenn man als Fußballer im Jugendalter bei Bayern München ist. Da muss man dann irgendwie schon merken, wenn man da bleiben will, auch ich habe extra Talent. Wo war der Moment für dich zu erkennen, auch zu sagen, um mich zu entwickeln, muss ich woanders hin? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Ich glaube, ich bin in der A-Jugend das erste Mal dann zum Training gegangen bei den Großen. Und das war natürlich sehr, sehr aufregend. Mhm. Habe dann ein Jahr in der zweiten Mannschaft gespielt, beim THW hauptsächlich, war dann im erweiterten Kader bei der ersten Mannschaft, habe mein Debüt da gemacht. Aber als junger Spieler dann direkt zum THW war in dem Fall nicht möglich. Mhm. Und ja, dann war natürlich der nächste Schritt, okay, dann gucken wir mal. Es muss ein nächster Schritt kommen, ich möchte das. Ich habe zu meinem damaligen Berater gesagt, ich gehe überall hin, um mich weiterzuentwickeln. Ja, und dann kam der Kontakt nach Coburg zustande. Mhm. Ja, und dann war's Coburg. Abiball ging's los. Ja. Und dann, du hast es vorhin geschildert, du warst dann ein Jahr in Coburg, bist sofort aufgestiegen, dann erstes Jahr HBL. Und im Frühjahr dann, da war ich dann selbst dort in der Sparkassenarena, hattet ihr das Auswärtsspiel in Kiel. Es war für Coburg, glaube ich, damals noch rechnerisch möglich, sogar die Klasse zu erhalten. Aber es war schon schwer, nur die Chance war da. Voraussetzung mehr oder weniger war, dass ihr Punkte aus Kiel mitnehmt. Und plötzlich habt ihr da oben unfassbar gut aufgespielt. Ich glaube, ihr habt am Ende mit einem oder gerade mal zwei Toren verloren. Beim haushohen Favoriten und ich glaube in diesem Jahr auch deutschen Meister. Und die waren in diesem Jahr, glaube ich, auch beim Champions League Final Four. Also, ihr habt da extrem gut gespielt und du hast viel Spielzeit bekommen da oben, wenn ich mich richtig erinnere. Hast ein, zwei Tore gemacht. Wie war das für dich, quasi in deiner Heimarena plötzlich in der HBL auf der Platte zu stehen, ein, zwei Tore zu machen und so eng an einem Auswärtserfolg beim haushohen Favoriten dran zu sein? Kann man das beschreiben oder warst du da auch ein Stück weit einfach überwältigt? Es war ein sehr, sehr verrücktes Spiel. Also du bist natürlich als Aufsteiger dann erstmal natürlich Außenseiter da und wir haben ein super Spiel dort auf die Platte gebracht, was dann ganz am Ende, glaube ich, gekippt ist. Mhm. Und ich bin da so ein bisschen mit dem weinen und mit dem lachenden Auge rausgegangen. Natürlich war der Abstieg besiegelt. Für Kiel ging es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die Champions League-Teilnahme damals. Was sie dann dadurch geschafft haben. Und als Kieler liegen die mir natürlich immer noch am Herzen. Deswegen, ja, über damals die Trauer über den Abstieg überwiegte natürlich. Aber im Nachhinein habe ich es den Kielern dann gegönnt, natürlich an der Champions League teilzunehmen. Emotional. Aber ansonsten super. Emotional nicht so leicht, kann ich mir vorstellen, wenn das Herz für beide Seiten schlägt, auf jeden Fall. Wie ist es, wenn man so lange weg ist? Du bist gern da oben, ich zum Beispiel auch, mir gefällt die Umgebung rund um Kiel sehr gut.
an der Förde. Was vermisst du da am meisten, wenn du nicht da sein kannst? Und du kannst halt im Jahr meistens nur im Sommer 2-3 Wochen da sein und dann war's das. Ja, ich habe in Coburg, ich glaube, das sage ich jedes Mal, meine Mutter regt sich schon drüber auf, aber natürlich die Strände und das Meer habe ich ganz besonders vermisst. Ansonsten war es im Sommer immer schön, die Kieler Woche, das hat mir in diesem Jahr auch wieder extrem gefehlt. Also ich habe mir den Sommer schon so ausgemalt, ne? Aufstieg, Kieler Woche, hat jetzt alles so nicht stattgefunden, also Aufstieg schon, aber unter anderen Bedingungen. Also ich bin sehr, sehr gerne da und habe jetzt dann auch durch diese Corona-Pause, dadurch, dass ich dann ein bisschen, dass es länger gedauert hat, einen neuen Verein zu finden, länger als sonst dort oben Zeit verbringen können. Und es war sehr schön. Erklär uns, was für dich die Kieler Woche ausmacht. Ich finde es toll, dass man da quasi ein Volksfest hat, das mehr oder weniger durch die ganze Stadt geht, immer an der Förde entlang, wo sich es nicht so drängt. Klingt jetzt ein bisschen komisch in Corona-Zeiten, sind natürlich schon viele Leute, aber es ist nicht so eng wie auf dem Oktoberfest. Es ist irgendwie alles etwas gelöster, freier, offener und trotzdem ist da irgendwie eine total positive Stimmung, zumindest da, wo ich war in den letzten Jahren, immer ohne Aggression. Also es ist auch ein sehr friedliches Fest, finde ich. Was ist für dich der Reiz an der Kieler Woche? Erstmal finde ich das einfach super cool, dass eigentlich an dieser Promenade am Wasser alles voll ist. An verschiedene Essensstände, Getränkestände, was weiß ich. Und für mich ist das eigentlich dadurch, dass ich ja jetzt lange nicht in der Heimat war oder die meiste Zeit in Coburg, war es eigentlich perfekt, weil dadurch konnte ich in der Sommerpause, ich habe Handballer, Freunde, man hat einfach alle getroffen auf der Kieler Woche und das ist eigentlich optimal, weil ich glaube, jeder, der nicht in der Heimat wohnt mehr, der wird immer in diese Bredouille kommen, dass wenn er zu Hause ist, möchte er alle Leute abklappern, aber es wird immer welche geben, die auf der Strecke bleiben. Und durch die Kieler Woche kann man dieses Risiko erheblich minimieren. Und es ist einfach super, super toll. Man trifft unglaublich viele Leute und das ist eigentlich so mal der Hauptreiz für mich, auf die Kieler Woche zu gehen. Und ob ihr es da draußen glaubt oder nicht, auch Lukas und ich sind uns zufälligerweise letztes Jahr auf der Kieler Woche vor dem Rathaus über den Weg gelaufen. Also man kann da, ohne was auszumachen, eben ganz einfach, wie du sagst, Leute treffen. Das funktioniert in Kiel bei der Kieler Woche. Hand aufs Herz, hat dir schon mal eine Möwe irgendwie Pommes geklaut oder ein Fischbrötchen? Oder konntest du es bisher immer gut genug schützen? Das bisher nicht. Ich habe nur beim Fahrradfahren habe ich mal einen kleinen Klecks auf den Kopf bekommen. Das tatsächlich. Aber ansonsten komme ich ganz gut mit denen klar. Auch unangenehm. Jetzt kommen wir noch zur allerletzten entscheidenden Frage. Was ist dein Lieblingsstrand da oben rund um die Förde? Ist das Brasilien, Kalifornien, diese Ecke? Bist du vielleicht gern in Eckernförde? Das wäre Richtung Norden von Kiel gesehen. Was ist dein Lieblingsstrand da oben? Früher war es mit dem Hund perfekt, Heidkarte. Und jetzt bin ich sehr, sehr gerne in Laboe, weil das von da, wo ich gewohnt habe, Mönckeberg, ist das relativ nah dran. Da gibt es eine sehr, sehr gute Tapas-Bar, wo ich gerne bin. Deswegen, glaube ich, tendiere ich aktuell zu Laboe. Würde ich unterschreiben. Sollte vielleicht unser nächstes Treffen sein, es sei denn, ich komme mal in Dresden vorbei bei einem Spiel. Gerne, gerne. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht uns nächstes Jahr dann auf der Kieler Woche treffen. Da bin ich mir sicher. Also wenn es die Kieler Woche gibt. Ne? Wir sind ja nicht definitiv das Problem, sondern das Problem, dass die Kieler Woche nicht gab. Das sehe ich auch so. Okay. Lukas, ich danke dir ganz herzlich. War erfrischend und wie immer auch, wenn ich mit Sportlern spreche, interessante Einblicke dabei in euer Leben, in das, was du erlebt hast. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Hoffe, dass du gesund bleibst, A, B, verletzungsfrei, ist ja auch immer ganz wichtig, weil das wäre gerade blöd, ne, wenn man irgendwo neu durchstarten möchte und dann irgendwie mit einem Bänderriss erstmal ein paar Wochen oder länger mit irgendwas anderem. Also hofft kein Mensch, braucht man nicht, gesund bleiben, verletzungsfrei bleiben und durchstarten in Dresden und dann, wie hast du vorhin gesagt, dann macht ihr euer Zeug, ja, wie bei den Skispringern, die sagen das auch immer.
Dann machen wir unser Zeug. Ich gebe alles, wir geben alles. Und danke dir. Ich wünsche dir sicher natürlich dasselbe. Ne? Bleib gesund, du. Ich gebe mir Mühe. Sehr schön. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Danke dir.